Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Resident Evil 4 Remake. Und ja, wir sind gerade momentan mitten in einer kleinen Schießerei hier. Ich muss nämlich etwas aufräumen. Ja, beim letzten Mal waren wir eigentlich hier noch mit Louis unterwegs. Er ist eigentlich sogar immer noch dabei. Und wir haben bis vor kurzem noch sogar eine wilde Achterbahn hier hinter uns gehabt. Also Achterbahnfahrt, besser gesagt. Und jetzt, ja, habe ich jetzt mal hier zwei Dinge zu erledigen. Erstmal natürlich die bösen Jungs hier aus dem Weg räumen und zweitens einen Kastellan zerschießen. So, kriegen wir alles hin. Ah! Dynamit! Okay, irgendwie hat sich jetzt gerade die Kamera total verwechselt. So, das war's. So, das sollte ich eigentlich schon immer mal machen. So, jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Wo ist er? Hab dich! 11 von 16. Wir sind im Spiel, Kinder. Aber so richtig. So, wie gesagt, also momentan ist es ja immer noch so, also ich habe bisher keinen Kastellan verpasst, also... Oh, eine Weinkanne, sehr schön. Und sie ist sogar mit runden Ausbuchtungen, das heißt also mit anderen Worten, ich kann endlich mal meine Saphire verwenden. So, das sollte auf jeden Fall schon erstmal einiges wert sein. So, viel sollte ich aber natürlich nicht verbrauchen. Was ich ja eigentlich ja natürlich noch so ein bisschen hoffe, ist ja natürlich, dass ich ja wieder mal so einen Gegenstand finde, der 5 Ausbuchtungen hat. Also, und zwar, naja, vorzugsweise entweder 2 Runde und 3 von den diesen hier oder eben halt andersrum. Also eigentlich ist es ja fast egal, aber Hauptsache ja natürlich 5 Ausbuchtungen, wobei wir eigentlich auch sogar 2 unterschiedliche mit dabei haben. Also ich hätte sowohl eigentlich ja welche mit mindestens 2 eckigen Ausbuchtungen da drinne dann. Halt mal kurz. Du hast da gerade was, was ich gerne hätte. So. Momentan sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Okay, den Kastellan habe ich hier. Also ja, geht's weiter. Ah, warte mal, hier liegt irgendwo noch Munition rum. Die lasse ich natürlich nicht aus. Da. Okay, ich höre irgendwas Großes, aber ich bin mir nicht sicher, kommt jetzt nochmal so ein L-Gigante hier ran? So, okay. Und ich hatte es ja eigentlich ja schon bereits befürchtet. Das war eben nicht unsere letzte Achterbahnfahrt. Da geht's nochmal in die Runde 2 rein. Na dann, let's go. Weiter geht's. Oh, nicht nochmal. Oh, doch, nochmal. Okay, oh Gott, wir sind ja hier in der Tropfsteinhöhle. So, schön gegenlehnen, schön gegenlehnen, schön gegenlehnen, schön gegenlehnen, schön gegenlehnen, schön gegenlehnen und abwärts! Wuhuhu! Oh nein, nicht die Kettensäge! So, wie es aussieht, habe ich die... Autsch! Verdammt, ich wurde getroffen! Autsch! Ja, wenn ich das nächste Mal wieder Munition hätte, dann wäre das natürlich ein leichtes. Bin schon drauf. Rechts. Wird's nicht! Hör auf zu jammern, Luis. Halt die Klappe und lass mich fahren. Okay, den treffe ich nicht. Das brennt schön. Uiuiui. Oh, Wasser. Oha, hoppala. Oh Gott, ich werde gleich sterben, wetten?
Ich brauche ein bisschen Spreng. Fuck. Ach, Mann, das war jetzt echt übel. Okay, ich bin hier. Hey, immerhin hatte ich wenigstens zwischendurch meinen Clean Checkpoint. Oh, heiß, 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 heiß. Hey. Okay. Okay, laden. Okay, den sind wir los. Das erste. So, schön die Umgebung im Auge behalten. Geil! Toll! Ist jetzt aber gerade herzlich uninteressant. Tja. Na gut. Ja, klar, immer doch. Was habe ich übers Vorwarnen gesagt, Herr Sancho? Frag halt. Echt? Oh Mann. Aber eigentlich passt es ganz gut. Ach ja? Komm, wir nehmen den Lift. Ein Lift, ah ja, gut. Sag mir bitte, dass der Schatz auf diesem Weg hier ist. Erzähl mir jetzt nicht, man hätte einen Schatz verpassen können, wenn man jetzt eigentlich ja während der Fahrt unterwegs ist. Das ist doch unfair. Ach, naja, gut, egal. Hoppala! Nee, oder? Womit habe ich das verdient? Auf den Außenrum kommen wir auch hin. Na los! Ist das nervig. Wem sagst du das? Na gut, dann also erstmal weiter. Das ist doch unsere Lore gewesen, oder? Oh Mann, gut, dass wir abgesprungen sind. Oh nein. Bitte nicht die schon wieder. Ich hasse Insekten, verdammt. Oh, gelbes Kraut. Ich hab's geahnt. Pass auf. Diese Dinger können sich tarnen. Weiß ich. Aber sie halten zum Glück nicht viel aus. Lass Louis in Ruhe, Mistvieh. So, was ist das hier eigentlich?
Auftrag, Insektenbau XL. Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen vom Ungeziefer zum Opfer gefallen. Es ist eine regelrechte Plage. Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie. Okay, 4 Nester zerstören. Das kriegen wir hin. So, erstmal wieder ein bisschen Rohstoffe. So, und Knacks. Boah, das hat man richtig gehört. Und ich hab's Auge gekriegt. Langsam habe ich genug. Ja, ist aber auch schon ein bisschen unfair, wenn sich diese Viecher hier unbedingt als Felsen tarnen müssen. Boah. Voll in den Arsch. Warte mal, lebst du immer noch? Nee. Ja, wenigstens hinterlassen sie keine Spuren, wenn sie draufgehen. Wäre echt noch schlimmer. So, warte mal. Das ist doch so ein Nest, oder? Okay, das waren schon mal 2. Die anderen brauche ich wahrscheinlich von einem vernünftigen Winkel aus. Komme ich hier gar nicht rauf oder? Ey. Leon, du wirst doch wohl da raufklettern können. Also. Im Ernst? Nee, da ist keine Schwachstelle, aber da vorne. Treffer. So, okay, das letzte Nest. Okay, hier geht's weiter. Wie wär's? Weniger reden und mehr schießen. Echt? Ja, dein Köpfchen funktioniert aber auch nicht so richtig gut. So, jetzt ist aber Schluss hier. So, okay, da ist nochmal was. Nee, auch nicht. Wo ist die letzte Eiterbeule hier? Verdammte Scheiße. Ja, ist ja gut, ich mach ja schon. Hier. Ach, da oben. So, gut. Insektenbau ist futsch. Igitt, das Zeug trieft ja alles runter. Igitt. Ich will gar nicht wissen, wie das alles hier stinken muss. Ah, na, na, na. Nicht anfassen. Okay. Das wär's dann erstmal gewesen. Naja, ich muss mich erstmal wahrscheinlich hier noch so ein bisschen weiter durchkämpfen. So, immerhin friedlich wie es mal hier ordentlich Zeug. So, ja, was ich jetzt mal machen könnte. Das hier. So, mal schauen. Also ich habe noch Blendgranaten.
Gewehrmunition wird ein bisschen knapp, aber wir können ja was herstellen. So, wie viel habe ich noch über? Für ein bisschen Pistolenmunition reicht auch noch, ne? Ich will einfach mal ein bisschen Platz schaffen, das reicht ja so. Und ich müsste mir eigentlich langsam irgendwann mal wirklich eine Magnum kaufen. Ah, ich bin eigentlich auf eine bestimmte aus. Wow, wow, Alter! So geht's natürlich auch. Alter, was ist das hier nur für ein Labyrinth? So, erstmal muss ich hier rein. Ich sehe nichts. Danke. Okay, hier scheint wenigstens kein Vieh zu sein. Oh, ein Goldplättchen L-Größe. Hm, der ist bestimmt was wert. So, okay. Hier kann ich eigentlich auch noch mal kurz rumgehen, weil hier liegt wieder Zeugs. Schießpulver und ein bisschen Geld. So denn. Okay, hier in die Richtung müssen wir. Das ist nicht schwer. I guess. Okay, weiter geht's. Ah, hier geht's auch noch weiter. Ich gehe mal kurz hier rein. Ah, hallo Händler. Ah, ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Ha, einsame Spitze, Fremder. Ich habe was Neues für dich. So, schauen wir mal. Wir haben Black Tail, Broken Butterfly. Die wäre eigentlich auch nicht schlecht. Meine neue Waffe aus, Fremder. Könnte dir das Leben retten. So, erstmal können wir das hier verkaufen. Ich kaufe fast alles. Fast alles und dann doch trotzdem auch gar nichts, ne? Nein, stimmt gar nicht. Ah, dafür lasse ich einiges springen. So, ich könnte ja theoretisch auch eigentlich eine Maske hier kaufen. Oh, mein Rücken bringt mich um. Wie viel kostet die Mathilda? Schulterstütze? Und natürlich die goldenen Jetons, die kaufe ich aber ja jetzt, denke ich, ja direkt nicht mehr. Ich könnte ein Spezial-Upgrade-Ticket kaufen. So, dann wollen wir mal schauen. Da könnte ich zum Beispiel mein Messer machen. Was würde das machen? Angriffsgeschwindigkeit auf das 1,5-fache. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance. Das hier wäre auch nicht verkehrt. Erhöht die Angriffskraft auf das Doppelte. Feuerratte auf das Doppelte. Hm. Klingt ja gar nicht verkehrt. So, die Weste. Kleinigkeit. So, Messer repariere ich jetzt erstmal nicht. Es wäre eigentlich ja cool, wenn ich das hier machen würde. Das Spezialupgrade hier für meine Waffe. Bedürfnissen anzupassen. Oh. Aber ich warte noch mal damit. Was Künstlerisches, nicht wahr? Ich könnte eigentlich erstmal noch ein bisschen zusätzliches Geld machen, indem ich einfach die Maske verkaufe. Wir unsere Ware herhaben? Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Stirb mir da draußen nicht. Würde ich mal sagen, weil ich habe ja so viele Saphire dafür. Kann ich sie eigentlich erstmal für ein gutes Sümmchen hier jetzt verticken? Willkommen! Ich habe nur die feinste Ware, Mann. Ein hervorragender Deal. So, und der ist eigentlich auch nicht schlecht. Kelch der Buße. Finden sich drei rechteckige Vertiefungen. Damit heilen, töten, einfach alles. Wie viele... Ja, von den Rechtecken habe ich leider nur eigentlich ja jeweils nur einen oder zwei Stück. Macht also jetzt gerade keinen Sinn. Ich müsste mindestens eine davon eigentlich ja vier Stück haben von. Sonst macht das ja echt keinen Sinn.
So, dann gehen wir mal. Ah, okay. Fahrstuhl. Ah, ich habe da irgendwie so eine schlimme Vorahnung. Deswegen, warte mal, ich werde erstmal noch mal ein bisschen tunen gehen. Habe ich überhaupt schon eine Waffe jetzt eigentlich ja schon gut verstärkt? Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? So, fürs Tuning. Okay, ich könnte das Messer noch theoretisch reparieren. Ja, ich denke aber, das wäre eine gute Idee. Weiterhin viel Glück, Fremder. Vor allem, es kostet ja jetzt nicht mehr so viel. So, lass mich mal nachdenken. Ich würde mal sagen, ja, erstmal Ladegeschwindigkeit. Wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Probier mal, ob's passt. So, und dann würde ich auch mal sagen, hier mache ich auch erstmal was. Auch ein Messer braucht hin und wieder etwas Pflege. Könnte zwischen Leben und Tod entscheiden. Hier bei der Stingray kann ich noch nicht viel machen. Höchstens Magazingröße wäre eigentlich ja nicht verkehrt, aber ich denke mal, Feuergeschwindigkeit ist besser. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Stirb mir da draußen nicht weg. So. Und ich denke mal, da wir ja beim letzten Mal eigentlich jetzt so ein bisschen überzogen haben, vor allem weil wir auch ein bisschen Stress mit ein paar von den Viechern hatten und auch diesen ja komischen Kerlen, würde ich ja mal sagen, ja, ich mache an dieser Stelle tatsächlich erstmal hier einen kleinen Cut und bedanke mich ja natürlich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Dann geht's hier beim nächsten Mal weiter, immer noch in den Minen unterhalb der Burg, glaube ich. Also ich denke mal, wir sind tatsächlich direkt unter der Burg. Interessant. Ja, wo wir da gelandet sind, wie ist eigentlich Louis überhaupt hierher gekommen, frage ich mich ja eigentlich einmal so ganz spontan. Naja, wie auch immer. Also dann, bis zum nächsten Part und tschüss!